Ich bedanke mich sehr herzlich bei Carmen Feuchtner und Gerhard König für die Einladung zu dieser spannenden Tagung an einem wunderschönen Ort. Es ist eine Riesenaufgabe, so ein Event zu planen und durchzuziehen. Ich beglückwünsche Sie. Es klappt hervorragend. Sie haben mir ein ziemlich dickes Hausaufgabenpaket gegeben, das ich in 40 Minuten versuchen möchte abzuarbeiten. Es werden teilweise nur Schnipsel sein. Vielleicht sind einige von Ihnen über diese Bodenplatte gegangen und vielleicht auch etwas gestolpert, obwohl Sie ganz platt in dem mit Kaugummiflecken übersäten Boden am Bahnhof in Bregenz eingelassen ist. Frankfurter Schule macht kaputt, was euch kaputt macht, nicht meine Welt. Ich bin dafür, dass der notwendige gesellschaftliche Wandel, den Carmen Feuchtner ja schon mehrfach angesprochen hat, in evolutiven Schritten passiert. Sicher ist er manchmal notwendig. Meine mentale Heimat ist dieser Mann. Den werden Sie gar nicht wiedererkennen, weil wir nur Bilder von ihm haben, als er alt und würdevoll ist. Hier hat er, es sieht so aus, als hätte er einen Kopfhörer auf, das ist aber ein Ohrschützer. Das ist der junge Darwin, als er Theologie studiert hat am Corpus Christi College in Cambridge mit zwei seiner Bewunderer. Das eine ist der Bill McGrew und das andere bin ich. Dieser kluge und äußerst tolerante Mann hat uns mit seinen Ideen über die Evolution ein wunderbares Gerüst gegeben, uns Menschen und die Welt zu verstehen. Kooperation und Kommunikation, das ist ja das Thema, finden wir auch bei unseren nächsten Verwandten, unseren Cousins und Cousinen. Und Bill McGrew, den Sie vorhin gesehen haben, ist einer der Protagonisten, die schon früh damit begonnen haben, die Welt der nichtmenschlichen Primaten als eine Welt der Kultur zu begreifen und zu beschreiben. Diese Techniken, die die Schimpansen, vor allen Dingen die Weibchen, anwenden, das ist eine Transmission durch die Generationen über Kultur. Das hat also mit den Genen und mit epigenetischen Effekten nichts zu tun. Das war ein ziemlicher Aufruhr in der Welt, als es hieß, wir Menschen sind nicht die Einzigen, die Kultur haben. Und ich denke, diese Position ist vollkommen berechtigt. Das ist zumindest Protokultur. Und sie hat zu tun mit Kommunikation, auch mit Kooperation. In diesem Bild sieht man das etwas ältere Kind, das aufmerksam zuschaut. Und auf der linken Seite haben Sie ein kleines Kind, das interessiert sich noch nicht dafür. Der ist von den geöffneten Nüssen. Bei Menschen ist Kooperation ein geradezu bestimmendes Merkmal unserer Spezies. Delfine kooperieren in ganz fantastischer Weise, Wölfe und andere Viecher auch. Aber wir Menschen tun das in einer ganz besonderen Weise. Dieses Foto entstand 1975 und da waren die Epo, das ist die Ethnie, von der Carmen Feuchtner vorhin gesprochen hat, im Hochland von Westneuguinea, dem indonesischen Teil, noch wirklich in der Steinzeit. Sie müssen sich vorstellen, eine prähistorische Gesellschaft reicht bis in unsere Tage, die damaligen Tage der 70er Jahre hinein. Unberührt von allem, was in der Welt um sie herum passierte. Die hatten gar keine Vorstellung von der Welt. Ihre Welt waren ihre Motukwe, ihre Berge. Und dass da ein Meer irgendwo ist, von dem ihr Schmuck kommt, und dass da andere Menschen irgendwo auf der Welt sind, das haben sie gar nicht gewusst, geahnt ein bisschen, weil natürlich auch da schon in der Umgebung ein gewisser Wandel sich vollzog. Aber ihr Leben war noch so wie das unserer Vorfahren in Europa vor 30 oder 10.000 Jahren. Cro-Magnon. Kleine Gruppen, kein Metall, keine Schrift, keine Schule, kein Buch. Kann man überhaupt Mensch sein in einer solchen Gesellschaft, ohne Dusche, ohne Straßenbahn? Die haben sich nie gewaschen damals, müssen Sie sich vorstellen. Für uns unvorstellbar. Geht gut, geht prima. Die haben keine T-Shirts. Ja?
Der Körper reinigt sich von alleine, es regnet wahnsinnig viel, man nimmt ein paar Blätter, wischt sich ab und der Rest ist Pheromone und die haben eine große Bedeutung, wie wir wissen. Das zu erleben war ein solches Glück für uns, die wir in diesem Projekt waren, weil es sicherlich der letzte Ort war, wo nicht nur eine kleine Tasche von vergessenen Menschen irgendwo in einer Höhle hauste. Das meiste von diesen Entdeckungen war ja auch ein Fake, war ja inszeniert. Denken Sie an die Tazaday auf den Philippinen. Das war eine große Gruppe von vielen tausend Menschen, die in der Steinzeit lebte und die miteinander kooperierten, die miteinander kommunizierten. Und deren Verfassung, deren Conditio Humana zu begreifen, vor allen Dingen auch ihre geistige Welt. Es geht bei der Verhaltensforschung in unserem humanethologischen Sinne nicht nur darum, zu gucken, wie Menschen sich trösten und bekämpfen oder sonst irgendetwas tun, sondern auch, wie sie die Welt mit geistigen Konzepten durchdringen, wie sie versuchen zu verstehen, was um sie herum los ist. Das war unsere Aufgabe, eine wunderbare Aufgabe. Und das machen die heute noch. 42 Jahre später werden immer noch Steinbeile gemacht. Die haben inzwischen Kettensägen, leider, aber sie gehen damit vernünftig um. Es gibt keine großen Logging-Geschichten, weil es keine Straßen gibt. Die Bäume werden aus dem Wald geholt und oben zu Brettern gemacht. Es ist okay. Man muss ja eine neue Kirche bauen, sind inzwischen Christen geworden und so. Also ganz vernünftig, sage ich als Atheist oder Agnostiker, wenn Sie wollen. Das war eine wahnsinnig interessante Entscheidung. Die haben gemerkt, vor allen Dingen auch durch uns, weil wir so lange mit ihnen gelebt haben, dass sie irgendwo in einer Blase am Ende der Menschheit waren. Und sie wollten da raus. Es waren nicht die bösen Missionare primär, fundamentalistische, kanadisch-amerikanische, holländische Missionare, die heiligen Reliquien verbrannt haben. Das war schon schlimm. Katholiken haben das besser gemacht, aber die gab es da nicht. Sie haben sich diesen Weg ausgesucht, weil sie das Gefühl hatten, sie wollen dahin in diese moderne Welt. Und ich werde noch nachher darauf zurückkommen, wie das gegangen ist. Aber zunächst ein paar grundsätzliche Dinge. Das Wort Kommunikation hat eine schöne etymologische Geschichte. Den Bedeutungen der Wörter auf die Spur zu kommen, ist ungefähr so, wie dem Verhalten des Menschen phylogenetisch im Vergleich mit den anderen Primaten und Tieren auf die Spur zu kommen. Das ist ja eine lange Geschichte. Die Evolutionsbiologie ist eine historische Wissenschaft im Grunde genommen. Wir versuchen das heute aus der Vergangenheit zu verstehen. Also proto-indoeuropäische Wurzel, Munus, eventuell hängt Mönia, die Mauer, damit zusammen. Das ist das, was da steht. Und das gemeinsam zu tun und darüber sich auszutauschen, das ist Kommunikare. Und Kooperation, Opus, geht auch auf eine indoeuropäische ausgestorbene Wurzel zurück. Was machen wir in der Humanethologie? Wo kommt überhaupt dieser sehr schwierige Name her? Sie können sich vorstellen, viele Briefe, die wir kriegen, haben als Adresse Human-Theologie, Human-Ethnologie. Ja, Ethologie weiß halt keiner. Ethos, ein wunderschöner Begriff aus dem Griechischen, heißt eigentlich Heimat. Ethos mit Eta, mit der gelenkten Form, ist dann das, was man in der Heimat als Sitte, als moralisch richtiges Verhalten tut. Und das haben die Gründungsväter der tierischen Verhaltensforschung für ihr Fach als Terminus gewählt, die Ethologie. Und die Humanethologie ist eben entsprechend dasselbe auf den Menschen gewendet. Welche Erklärungskraft in der Humanethologie steckt, können Sie sehr schön in dem Buch von Gerhard Medicus entdecken, das da draußen auch liegt. Und das ist ein Poster, was hier auch ausgehängt ist. Gerhard, Kollege aus Innsbruck, mit dem ich seit 26 Jahren die Vorlesung Humanethologie bestreite, hat das wunderbar zusammengestellt. Also ich denke, dass dieser Weg, wie es Gerhard auch beschreibt, eine Brücke ist zum Verständnis, zur Verständigung mit den anderen Wissenschaften vom Menschen. Wie ähnlich sind wir unseren Verwandten, wie unterschiedlich das gegenseitige Lausen, das man im Zoo wunderbar sehen kann, und das auch in der freien Wildbahn natürlich passiert und hier in einer schönen Skulptur am Borobudur-Tempel in Mitteljava dargestellt ist, gehört zu diesen Verhaltensweisen. Es gibt aus der Kunst einige schöne Beispiele dafür,
Murillo, häusliche Toilette. Es ist für uns heute ein Verhalten, was so ein bisschen einen aversiven Charakter hat. Oh, geht, Läuse. Wenn die Kinder aus dem Kindergarten kommen und haben Läuse, das ist eine Katastrophe. Gott sei Dank kommen die Läuse wieder. Es war eine Zeit, da gab es keinen mehr. Als ich klein war, gab es Läusekämme, damit hat die Mutter die Nissen ausgekämmt. Dann waren die verschwunden, die Eltern wussten gar nicht mehr, was man macht, Danziger Goldwasser und so weiter. Inzwischen kommen die wieder, das finde ich ganz interessant, denn das sind ja eigentlich normale Bewohner unserer Körperoberfläche. Genau wie unser Darm mit Milliarden von Bakterien besiedelt ist. Dieses Biom hat ganz große Einflüsse auf uns, das begreifen wir erst jetzt. Das Entscheidende für die zwischenmenschliche Kommunikation ist, dass der eine sich dem anderen zuwendet, wie bei den Affen, und den Körper von diesem Ungeziefer befreit. Da wird Beta-Endorphin ausgeschüttet. Nicht nur bei dem, der gelaust wird. Manche Leute gehen ja zum Friseur, wenn sie gestresst sind, weil das so angenehm ist. Das sind ganz massive biopsychologische Phänomene, die da geschehen. Aber auch derjenige, der laust, hat Beta-Endorphin. Dessen Tätigkeit ist ja irgendwie erklärungsbedürftiger. Am Rücken gestreichelt zu werden oder an den Haaren ist angenehm für die meisten. Aber der andere muss das ja auch machen. Wie wird das gesteuert? Auch bei dem gibt es eine Belohnung durch Beta-Endorphin. Und auf der rechten Seite ist eine Dame, damals in unserem Team, und die Tochter einer Kollegin, die drücken diese Plastikverpackungsdinger mit den Luftbläschen drin, ja, mit einer Begeisterung aus. Das ist Wahnsinn. Das ist ein, wie wir im Ethologischen sagen, ein Superauslöser für einen Mitesser. Und die muss man alle ausdrücken. Ja. Da können Sie sehen, wie verrückt wir gesteuert sind. Wir glauben das gar nicht. Wir denken, wir hängen ab von der Erkenntnis, der rationalen Erkenntnis der Welt. Wir haben ja ein kantisches Bild von uns selbst. Ja, der Homo economicus und all diese Konzepte, die da so eine gewaltige Kraft haben in unserer Gesellschaft. Dass wir Tiere sind mit diesen merkwürdigen Steuerungen und Tendenzen, das fällt uns oft gar nicht auf. Gelaust wird überall, mitten in der Stadt, in Jakarta. Bei uns brauchen Sie bloß hier am Strandbad, am Bodensee im Sommer hinzugehen, wo die Damen sich über die Rücken ihrer Freunde hermachen. Also Gott sei Dank ist es eben noch nicht verschwunden. Der Robin Dunbar, das ist die Tochter von Gerhard Medicus im Zoo in Singapur. Und das war faszinierend. Da war ein Affe, ich weiß gar nicht, was für eine Spezies das ist. Der war fasziniert von Gertrauds rotblondem Haar. Und Gertraud, die Tochter eines Biologen, ist nicht schreiend weggerannt, sondern hat ihren Kopf mutig diesem Affen entgegengestreckt. Und der hat sich dann damit beschäftigt. Das geht eben auch über die Speziesgrenze hinweg. Unser Kollege Robin Dunbar, sehr geschätzter, kluger Mann, hat eine These aufgestellt, dass die Sprache des Menschen entstanden ist als Ersatz für das Lausen, was in den großen Menschengruppen der Vergangenheit nicht mehr möglich gewesen sei. So seine Hypothese. Das ist ganz und gar verkehrt. Der lebt in England und in England laust man sich nicht mehr. Aber woanders laust man sich noch. Die Sprache ist kein Ersatz fürs Lausen, das ist immer noch da. Die Sprache ist aus ganz anderen Gründen entstanden. Er meint, dass die Sprache, vor allen Dingen Social Talk, ja, diese eigentlich nicht kommunikative Form der Kommunikation, wo wir über das Wetter reden, jeder weiß, wie das Wetter ist, alle diese Sachen, die keinen wirklichen Inhalt haben. Aber ich glaube, dass diese Erklärung stimmt, glaube ich, nicht. Macht aber nichts. Die soziale Hautpflege hat ganz entscheidende Wirkungen. Hier sehen Sie aus einer Arbeit einer Studentin, wie Puls und Blutdruck beim Massieren des Rückens runtergehen. Das ist enorm entspannt. Also wir haben hier eine Verhaltensweise, die uns mit den Tieren ganz eng zusammenbindet. Hier ist Neuguinea und der Westpazifik zu sehen. Hier die Insel Neuguinea, interessanterweise hat sie die Form eines Vogels. Und Sie werden wissen, dass die aufregendsten Vögel der Welt auf dieser Insel leben, nämlich die Paradiesvögel und die Laubenvögel, wo die Männchen vollkommen verrückte Sachen machen, um die Weibchen zu bezirzen.
das ist dort der Fall, weil die keine Feinde haben und da können die Menschen sich das leisten, dieses ungeheure Federkleid zu entwickeln und diese ungeheuer aufwendigen Versuche, die Weibchen von sich zu überzeugen, indem sie regelrechte Dome aus Zweigen bauen und mit blauen Früchten umgeben und blauen Kronkorken und so weiter. Manchmal auch ein kleiner Dinosaurier dabei, den ein Kind verloren hat. Also das ist faszinierend. Neuguinea ist vor 50.000 Jahren besiedelt worden. Die Papua, die dort leben, sind eine uralte Bevölkerung. Und vor 5.000 Jahren kamen neue Leute aus Südchina über Taiwan und die Philippinen. Das sind die Austronesier, die letztlich dann die Vorfahren der gesamten malaiisch sprechenden Welt, des gesamten polynesischen Raumes, Mikronesien bis Hawaii, Osterinseln und bis Madagaskar. Madagaskar ist von Sumatra aus besiedelt. Also die größte Sprachfamilie auf der ganzen Welt. Insofern ist Neuguinea ungeheuer interessant für uns Anthropologen. Kommunikation über Gefühle steht in dem Titel meines Vortrags. Die Trauer über den Tod eines nahestehenden Menschen ist ein Universale, das uns auf der ganzen Welt eint. Die humanethologische Forschung ist besonders interessiert an den Universalien, an den Gemeinsamkeiten zwischen uns auf der ganzen Welt. Es ist ja sowieso erklärungsbedürftig und verblüffend, dass wir eine einzige Spezies sind. Von den Inuit in den arktischen Eisgefilden bis zum Regenwald Afrikas und bis nach Australien, Neuguinea, alles eine Spezies. Und wir haben natürlich dieselben Steuerungen, wir haben dieselben hormonellen Einflüsse, Überträgersubstanzen. Und der Tod eines Menschen ist auf der ganzen Welt ein Ereignis, das uns zutiefst erschüttert. Wenn Sie bei den griechischen Geschichtsschreibern lesen, dass die Dakotraker, die Vorfahren der heutigen Rumänen, wenn einer starb, dass die gelacht haben und dann festgefeiert haben, bitte glauben Sie es nicht. Wir sind immer fasziniert von Beschreibungen, von Kulturen, die ganz anders ticken sollen angeblich als wir selber. Als Benjamin Whorf in den 20er, 30er Jahren seine Publikationen schrieb, dass die Hopi kein Verständnis für Zeit hätten, kein einziges Zeitwort, da hat die Welt geklatscht und hat gesagt, Mr. Whorf, how interesting, time is money, that's exactly the wrong way to go about the world. We need your example of the Hopi Indians. Ja, von wegen. Eckhard Malotki, deutscher Ethnologe, Lateinlehrer, hat 11 Jahre dort verbracht, dickes Buch geschrieben. Die ganze Sprache ist voller Zeitbegriffe. Also die Vorstellung, dass irgendwo Menschen sind, die ganz anders sind als wir, die ist anscheinend äußerst attraktiv, aber die ist ganz verkehrt. Es eint uns auf der ganzen Welt viel mehr, als uns trennt. Hier ist ein junger Mann, dessen Mutter gestorben ist. Und das Interessante ist, dass die Trauer so infektiös ist. Diejenigen, die dabei sind, kommen durch die Fähigkeit zur Empathie, zum Mitleiden in dieselbe Stimmung und sie helfen dem Betroffenen. Er wird gestützt, er wird aufgerichtet, man nimmt Anteil an seinem Leid. Auch Kinder können bereits in diese emotionale Stimmung geraten. Links ist ein Bub, dessen Vater gerade getötet wurde und der aufgegessen worden ist von den Feinden im Hochland von Neuguinea. Abel Eibesfeld hat durch seine Arbeit an taubblinden Kindern bewiesen, dass auch diese Kinder dieselben emotionalen Ausdrücke haben wie sehende Kinder. Das war bereits von Darwin in einer Blindenschule in London vorgedacht und vorgemacht. Und Eibel hat dann Kinder genommen, die auch taub sind, die also keine sprachliche Information bekommen können. Die weinen und lächeln und verhalten sich mimisch in anderer Weise auch genau so wie sehende Kinder. Daran kann man sehen, das sind genetische Programme. Wir Menschen, wenn ich mit jungen, begabten Studentinnen und Studenten rede, ich bin Vertrauensdozent der Studienstiftung, dann spüre ich, wie diese ganz wachen, unwahrscheinlich netten Menschen, wie die Schwierigkeiten haben, sich auf meine Interpretation der Conditio Humana einzulassen. Wenn ich sage, schaut mal, wie viel an phylogenetischen Elementen in uns wirksam ist. Die haben einen spontanen Widerstand. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir lieber Halbgott sein wollen als Tier.
Das ist unsere Aspiration. Wir möchten nicht mit diesem Animalischen verknüpft sein. Ich denke, wir müssen aber Frieden machen damit. Und aus meiner Sicht ist es besser, an den Marionettenfäden einer langen Evolution, biopsychischen Evolution zu hängen, als an den Marionettenfäden von irgendwelchen Ideologien, die morgen wieder anders sein können. Trauer auch bei Schimpansen, Sie werden das nicht sehen können. Der hat ein Jahr schon seine Mutter verloren und hat sich vor lauter Trauer in den stereotypen Bewegungen, die in solchen Situationen auch beim Menschen auftauchen, die Haare ausgerissen am rechten Unterschenkel. Also Trichotillie als Selbstbeschädigung. Und da sehen Sie, wie ähnlich dieses Verhalten ist. Rituale ist ein weiteres Wort im Thema. Was ist das? Die Ethologen haben seit Huxley 1914 die Ritualisierung im Tierreich als die Überformung eines natürlich vorkommenden Verhaltens beschrieben, das im Dienste der intraspezifischen Kommunikation überhöht wird, wiederholt wird. Klassischerweise die Erpel der Enten, was die machen, Kopf hoch, Kopf runter, Kopf links, Kopf rechts, die Tänze der Schwäne miteinander, das sind alles Ritualisierungen, die der Paarbindung in diesem Fall dienen, die auch eventuell der Verteidigung des Territoriums dienen und so weiter. Rituale im menschlichen Sinne sind kulturell entstandene und eingefügte Verhaltensweisen, Muster des Verhaltens, die einen Vorgang eindrücklich machen und ihm eine besondere Bedeutung, meistens eine sakrale oder soziale Bedeutung geben. Und das ist auch typisch eben für alle Menschen. Hier sehen Sie ein Bild vom Neubau des sakralen Männerhauses. Alle Kulturen haben Religion. Die Männerhäuser in Hochland-Neuguinea sind nicht nur die sozialen Orte, wo die Männer sich treffen. You know, it's a little bit like the English pub. The club, I'm sorry. Not the pub. The pub is a completely different thing. The club. You go there during lunch break, for instance, you read the Times, you smoke a pipe, and the most important thing, no women. Yeah. Das hat sich ja inzwischen schon geändert, auch übrigens in Neuguinea. Die haben neue Männerhäuser gebaut, da dürfen die Frauen auch rein. Aber damals war das so. Damals war das Leben zwischen Männern und Frauen aufgeteilt. Und das war eben auch der Ort der sakralen Gegenstände, wie hier der sakrale Grabstock. Begräbnisse sind klassische Rituale, Übergangsriten in allen menschlichen Kulturen. Hier wird die Leiche eines jungen Mannes in einen Baum gehoben und dort oben festgebunden mit einem Haus versehen. Der mumifiziert dann, kommt in ein Gartenhaus und die Knochen kommen dann in einer dritten Bestattungszeremonie, einem Ritual unter überhängende Felsen. Also Menschen gestalten ihre Welt nach diesen Prinzipien. Der Rite Passage, der Übergangsriten, der religiösen Vorstellung. Worte ist ein Begriff aus dem Titel. Ich habe ganz wenig Zeit, das jetzt zu machen. Ich möchte Ihnen hier zeigen, wie die Epo in ihrer Sprache die Zeit strukturieren. Sie lesen häufig, dass Menschen in anderen Kulturen zyklisches Zeitverständnis haben, wegen der Wiedergeburt und der Zyklizität der Jahreszeiten und so weiter. Zumindest für die Hochlandkulturen trifft das überhaupt nicht zu. Die haben folgendes Prinzip. Wir haben heute, das ist hier, das ist jeweils die Nacht zu gestern, die Nacht zu morgen. Und morgen hat denselben Begriff, nämlich Ambusum, wie gestern. Und übermorgen hat denselben Begriff wie vorgestern und überübermorgen und so weiter. Das kann ich bis zu 5 Tage machen. Das heißt, hier habe ich ein exquisit lineares Zeitverständnis. Genauso wie wir das ja auch empfinden. Wir empfinden ja das Vergehen der Zeit nicht als zumindest der Zeit, die wir unmittelbar wahrnehmen während eines Tages, als einen zyklischen Prozess. Auch hier wieder, wir müssen nicht denken, dass Menschen, die keine Schrift haben und die keinen Aristoteles in ihrer Geschichte haben, dass die irgendwie ganz merkwürdige Konzepte haben über die Welt. Die haben ganz ähnliche Konzepte wie wir selber. Da ist das Buch von Eckhard Malotki, Cyberspace. Frau Feuchten hat es vorhin angesprochen.
Diese Geschichte, die die EPO uns lehren, ist absolut faszinierend. Stellen Sie sich vor, am 4. Juli 1974 kommt eine Gruppe von 5 Leuten, darunter meine Frau, in diesem Tal an. 3 von der Gruppe auf dem Zahnfleisch, meine Frau und ich als Alpinisten waren fit. Und jetzt sind wir da und haben zunächst noch einige Helfer, die Sprache ein bisschen können, die sind dann hinterher weg. Jetzt muss man da selber zurechtkommen, monolingual die Sprache lernen. Das ist vielleicht das Spannendste, was ich in meinem Leben überhaupt gemacht habe. Als Arzt ein Wörterbuch so dick mit 6200 Einträgen und den mentalen Konzepten der EPO zu publizieren, ungefähr wie das Oxford English Dictionary, mit jedem Begriff ganze Menge Verwendungsweisen, damit man die Welt versteht, nicht nur das Wort. Und jetzt waren diese Leute in der Steinzeit. Die waren Kannibalen, sie haben sich gegenseitig getötet. Sie waren ganz friedliche, freundliche Menschen im Alltag und waren wunderbare Väter und Mütter, das kommt gleich noch. Und dann haben sie angefangen, 1980 zu sagen, jetzt wollen wir hier raus. Inzwischen gibt es 100 junge Leute, die an der Küste in die Schule gehen, Hochschule, also Oberschule und Universität, die schreiben ihre Masterarbeiten, ungefähr so schön wie meine Studenten in Innsbruck. Es ist faszinierend. Die kommen mit dieser modernen Welt zurecht. Die haben noch nichts von den punischen Kriegen gehört und nichts von unseren Philosophen und werden hineingeschmissen in diese verrückte neue Welt, die so komplex ist, mit Computer und Handy und weiß der Teufel, und machen das perfekt. Ich bin ganz verblüfft. Sprechen alle Indonesisch, zum Teil besser als ich. Es ist Wahnsinn. Das menschliche Gehirn ist offenbar so flexibel und das ist eine Hoffnung, die ich habe für die Zukunft, dass wir es schaffen. Die Frage ist, ob unsere städtischen Agglomerationen, diese Megacities, die wir haben, ob das noch Orte sind, wo lebenswertes Leben möglich ist, wo Menschen sich begegnen können. Und wie wir das alles machen, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist auffällig, dass wir so flexibel sind. Zu den Kindern und den Jugendlichen, die ja Teil dieser Tagung sind, ganz wesentlicher Teil, Geburt. Einige von Ihnen werden meine Arbeiten kennen. Vertikale soziale Einbettung, that's the way to do it. Rückenlage ist das zweitdümmste nach dem Kopfstand und viele andere Sachen, die wir machen, sind auch ein bisschen verrückt. Die Geburt als zunächst Oxytocin-bestimmtes, Endorphin-bestimmtes, glückliches Geschehen, dann in unseren Kulturen mit dem Blues, in 10-12% der Fälle der postpartalen Depression, die eine andere Störung ist. Was sollten wir tun? Ich denke, das Menschenkind gehört ins Bett der Mutter, hier in einem Krankenhaus in Allotau von einem Kanadier geführt. Mit dem habe ich mich viel unterhalten. Der hat ein komplett vernünftiges Verständnis dafür. Die Trennung von Mutter und Kind, die von unseren Ärzten propagiert wird, wegen der angeblichen Gefahr des plötzlichen Kindstodes, das ist ein unheimlich spannendes Thema, will ich überhaupt nicht vertiefen hier. Sie können sich vorstellen, auf welcher Seite ich da stehe. Babys haben zunächst eine exquisite Beziehung zur Mutter, dann zu den anderen. Sarah Blufford-Hardy, die kluge Evolutionsbiologin aus Amerika, hat den Menschen als Communal Breeder geschrieben und das stimmt. Es ist nicht nur die Mutter. Am Anfang ist es fast exquisit die Mutter, wie Bowlby es genannt hat, die Monotropie, die Alleinhinwendung auf die Mutter. Und dann kommen die anderen ins Spiel und heute nachher im Atelier, heute Nachmittag werde ich Filme zeigen, da werden Sie sehen, wie kleine Mädchen als Allomütter ihre Geschwister betreuen. Es ist ein Wahnsinn. Die sind so klein, dass man denkt, die können die Babys gar nicht tragen und die lassen die fallen. Das machen die wunderbar. Also das ist unsere menschliche Spezies, die eben eine besondere Einnischung hat, was die Reproduktion anbetrifft. Das sind die Zahlen über Körperkontakt, 60% Körperkontakt während des Tages, 15% Kontakt während der 24 Stunden mit der Brust, nicht nur Milchübertragung, sondern Nuckeln, ganz wichtig. Wir nennen das Stillgeschäft, ja, das ist ein so schrecklicher Begriff. Und selbst die Lalecheliq-Mütter kommen nicht an diese Zahlen ran. Also hier ist eine wirklich evolutionäre Passung zwischen Mutter und Baby, die Renate Siegmund und ich in einer Arbeit auf den Trobriandinseln auch chronobiologisch aufgedröselt haben. Hier ist der Vater, der schläft,
während der Nacht ganz ruhig. Dann kommt der Tag, der arbeitet wie verrückt. Dann geht er ziemlich spät ins Bett. Das ist die Mutter, die wacht in der Nacht auf. Und hier ist das Baby. Und Sie sehen, die Spitzen sind genau identisch. In der nächsten Nacht auch wieder. Das ist die Passung. Baby schläft an der Mutter. Mutter bemerkt, wenn das Baby unruhig wird, sie verändert ihre Körperposition, sie stillt. Das ist die Symbiose. Wir dürfen die Beziehung zwischen Mutter und Kind nicht als Einbahnstraße verstehen. Es ist eine echte Symbiose, beide Partner profitieren davon. Und diese Monotropie, die hat nicht, wie Bowlby dachte, damit zu tun, dass wenn das Kind alleine gelassen wird, und das Schreien ist in seiner Interpretation das Signal an die Mutter, lass mich nicht alleine, dann kommt der Löwe und frisst das Kind auf. Das passiert beim Menschen nicht. Menschen sind wehrhaft, die haben Feuer. Die Monotropie ist dazu da, das Kind da zu positionieren, wo das Leben ist. Anders kann der Schwamm des Gehirns nicht gefüttert werden. Marina Markovic hat diese Dinge intuitiv, ohne große vorherige Forschungsarbeit umgesetzt. Sie ist schon fast vergessen. Hexenjagd gegen diese wunderbare Frau, die das psychisch gut überstanden hat, fährt weiter mit dem Motorrad und ihrem Hund im Beiwagen durch die Gegend. Aber sie hat was verändert. Es hat sich ja inzwischen etwas getan. Also die Beziehung zwischen Mutter und Säugling ist ein evolutiv entstandener Prozess, der wert ist, betrachtet zu werden. Und hier sind zwei junge Mädchen von den Trobriand-Inseln. Ungefähr so, was kostet die Welt? Ja. Selbstsicher, fröhlich, das ist doch das, was wir wollen. Wir möchten doch, dass aus den Kindern kompetente Erwachsene werden, die mit unserer komplexen Welt zurechtkommen. Und ich habe dahin geschrieben, via Trita, via Tuta, der Weg durch den Bahnhof da mit der Bodenplatte ist nicht mein Weg. Ich denke, ausgetretene Wege sind sichere Wege. Manchmal müssen wir sie verlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.